Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir machen ein richtig, richtig cooles Build-Battle. Und zwar baust du hier eine riesen große Base. Und ich werde hier drüben auf meiner Seite eine super kleine Mini-Base bauen. Dazu kann ich mich hier super klein machen und hier auf diesem kleinen, süßen Block meine Base bauen. Und du, Katja, kannst hier auf deiner Fläche eine riesen große Base bauen. Ja. Und wir haben beide insgesamt nur 30 Minuten Zeit. Das bedeutet, Katja, ich gehe hier auf meine Seite, werde klein und bist du bereit? Natürlich. Und die 30 Minuten laufen ab jetzt insgesamt. Oh, ich muss mich auf jeden Fall sehr doll schnell beeilen. Ich habe schon eine kleine Idee, wie hier meine winzig doch kleine Base aussehen wird. Bin sehr doll gespannt, Katja, wie du deine große Base bauen wirst. Ich glaube, wir werden was Besonderes machen, aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich würde auf jeden Fall meine kleine Base hier auf dem kompletten Block bauen und vielleicht sogar noch innen rein was bauen. Ich brauche auf jeden Fall eine Treppe und vor allen Dingen muss ich mich sehr doll schnell beeilen, da wir nur 30 Minuten Zeit haben. Okay, ich werde auf jeden Fall erstmal alles aus Sandstone bauen, aber meine Base wird auf jeden Fall noch geupgradet mit Bedrock und natürlich auch Obsidian. Soll ja so eine richtig sichere Base eigentlich werden, ne? Ja, genau, die Base soll sehr sicher sein. Ja, mal gucken, ich überlege mir da was. Da baue ich hier als erstes die Treppe ganz genau so. Oh Gott, ich bin sehr gespannt, wie deine aussehen wird und vor allen Dingen auch deine wird riesen groß. Deine wird winzig klein. Das stimmt. Aus welchen Blöcken baust du deine Base? Bedrock, Obsidian. Okay, ich bin gespannt. Oh, sehr cool. Ich werde auf jeden Fall hier meine Mini-Base auch ein bisschen Lava platzieren. Auch Laser insgesamt. Ja, das wird sehr cool. Okay, dann kommt man auf jeden Fall hier oben rein. Hier baue ich eine Art kleines Tor. Und das wird hier auf jeden Fall schon mal die Wand außen rum. Die werde ich vielleicht ganz genau so hoch bauen. Ja, da kommen hier auf jeden Fall Zinnen drauf. So, dann werde ich, glaube ich, hier die Wand noch ein bisschen erweitern, dass man nicht einfach so hier unten reinkommt. Oh, das ist sehr gut. Ja, ich werde die Wand auf jeden Fall so ein bisschen überhängt machen, dass man nicht einfach von hier unten hier drüber hochklettern kann. Das ist sehr gut. Ja, die Wand werde ich auf jeden Fall einmal außen rum bauen. Dann werde ich noch eine zweite Wand aus Obsidian oder Bedrock platzieren. Hier in die Mitte wird ein kleines sicheres Häuschen platziert und da geht zusätzlich hier in meinen Block rein. Das wird sehr nice. Okay, die Wände habe ich hier auf jeden Fall. Dann würde ich hier vielleicht noch ein paar Laser platzieren. Die würde ich hier so nach unten bauen. Ja, da habe ich einmal außen rum auf jeden Fall einige Laser hier bei meiner Mini-Base. Und Katja, was machst du gerade bei deiner XXL-Base? Mach halt Glas rein. Aber ganz stabiles Glas. Oh, sehr cool. Okay, ich bin sehr gespannt. Wirst du auch ein paar Laser platzieren? Ja, wahrscheinlich. Okay, ich mache hier auch ein paar drumherum. Vielleicht hier nochmal auf die Seite eins. Hinten brauche ich auf jeden Fall noch Laser. Dann ist auf jeden Fall meine Base schon relativ sicher. Ich werde vielleicht hier auch ein bisschen Sensor noch hier unten platzieren. Ganz genau so. Ja. Hier trifft auf jeden Fall der Laser unten drauf. Ganz genau so. Das gefällt mir sehr gut. Da kommt hier auf jeden Fall mittig auch noch mein Laser hin. Hier an die Ecke kommt nochmal ein Laser hin. Und hier kommt auch nochmal ein Laser hin. Ganz genau so. Dann werde ich hier auf jeden Fall mit Obsidian noch eine weitere Wand mit zwei Abstand hier einmal drumherum bauen. Ganz genau so. Zack. Einmal drumherum. Das wird auf jeden Fall hier das Innere meiner Mini-Base. Hier außenrum kann ich auf jeden Fall noch einen Lava-Graben platzieren. Ja, das ist sehr gut. Das bedeutet, man muss erstmal hier die Treppe hoch, beziehungsweise generell hier hoch. Dann hier durch die Sandstone-Wand. Dann hier über den Lava-Graben. Und dann hier nochmal über die Obsidian Wand, beziehungsweise durch die Obsidian-Wand durch. Das ist super doll sicher. Dann würde ich sagen, ich werde hier auf jeden Fall einen kleinen Weg nach unten bauen und hier unten in meinem Block meine Base bauen. Das ist sehr doll cool. Dann kommt hier einmal außenrum der Lavagraben. Ich glaube, ich werde hier eine Art kleine Brücke noch drüber bauen. Ja, das ist sehr gut. Ich werde, glaube ich, hier innen drin in meine Mini-Base auch noch ein paar Laser platzieren. So, zack. Hier außenrum kommt der Lavagraben. Das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut und ich glaube, hier meine Mini-Base ist auch relativ sicher insgesamt. Hier mit der Obsidian-Wand. Und dann geht es hier auf jeden Fall nach unten. Hier kann ich auch ein bisschen einrichten. Vielleicht ein paar Sofas hin platzieren. Kommt erstmal Lava ganz genau hier hin. Hier kommt natürlich auch über Lava hin. Ja, das ist sehr gut. Dann werde ich hier natürlich aus Obsidian obendrauf noch ein Dach platzieren. Ich kann ja auch noch einen kleinen Aussichtsturm platzieren. Ich glaube, das ist auch eine sehr gute Idee. Den Aussichtsturm werde ich, glaube ich, ganz genau hier oben drüber bauen. Ganz genau so. Ja, hier kommt der Aussichtsturm hin. Den baue ich so.
so insgesamt. Ja, da geht es hier nach oben, vielleicht ganz genau auf die Höhe hier. Ja, ja, das ist sehr gut. Dann kann man hier innen drin immer hochklettern und hat hier einmal außenrum alles richtig, richtig doll gut im Blick. Das ist, glaube ich, viel weiter als ich, aber liegt halt dran, weil du hast halt nicht so viel Platz, ne? Ja, das stimmt. Okay, so ist meine Base bis jetzt auf jeden Fall aus. Mit der Leute hier, mit den Lasern drumherum, mit dem Aussichtsturm. Dann kommt man hier von der Seite in den Aussichtsturm rein, kann hier nach oben und hat hier alles tipptopp doll gut im Blick. Hier haben wir einmal Lava außenrum und jetzt, Karte, werde ich hier meine Base mitten im Block bauen insgesamt. Sie wird nicht allzu groß hier im Block sein. Ich werde vielleicht so 2, 3 Räume bauen mit Gitterstäben bzw. mit Eisen ein bisschen verstärken. Ja, yeah, ja, yeah, das mache ich. Die wird auf jeden Fall noch verstärkt und innen drin werden die kleinen Räume gebaut. Okay, da habe ich hier auf jeden Fall noch einen kleinen Sessel. Ich glaube, ich werde hier noch eine ganz kleine Couch reinbauen. Ich habe hier leider echt nicht so viel Platz insgesamt. Ja, da haben wir noch eine kleine Couch. Hier kann man dann immer über den Lavagraben drüber hier in die Base reinkommen. Hier geht es nach unten. Hier habe ich auf jeden Fall ein ganz kleines Wohnzimmer. Vielleicht werde ich hier den Teppich ja noch blau machen. Ja, ja, dann mache ich hier einen kleinen blauen Teppich noch hin. Vielleicht ganz genau so insgesamt. Das passt ganz gut. Hier noch Teppich hin. Und hier rüber in mein Schlafzimmer kommt auch ein kleiner Teppich. Hier habe ich eine ganz kleine Pflanze mit meinem Bett und einen Nachttisch. Und ich bin sehr, sehr doll gespannt, Katja, wie deine XXL Base näher aussieht. Ich bin mit meiner tipptopp doll fertig. Ich bin gleich fertig. Sehr gut. Und ich bin fertig. Sehr gut, Katja. Sieht interessant aus. Okay, du kannst sehr gerne auf meine Seite rüberkommen und dir hier eine winzig kleine Base anschauen. Soll ich mich erstmal klein machen? Ja, du kannst dich klein machen und jetzt kannst du dich sehr gerne umdrehen, Kater. Du bist winzig. Schau mal, meine winzig kleine Base. Was hast du denn da für eine Sandburg gebaut? Ey, hier kannst du auf jeden Fall die Treppe nach oben gehen. Das sieht aus wie so ein Wüstentempel-Epic. Katja, du hast Gläser an den Seiten verstärkt durch Wüstentempel. Eisen. Das ist kein Wüstentempel. Lava. Warte, ich komm zu dir. Dann geht's hier. Oh, ja, ja, durch die Lava. Hier rein insgesamt. Hier haben wir einen kleinen Stuhl. Wir haben ein Sofa. Und hier geht's nach unten. Komm. Schau mal, hier unten haben wir ein ganz kleines Wohnzimmer insgesamt. Noch mit einem Teppich. Ja, ja, ja. Und hier haben wir ein Schlafzimmer insgesamt. Süß. Und meine Mini-Base ist ja auf jeden Fall einmal hier durch den Sandstone, durch das Eisen, durch die Laser und durch den Lavagraben und durch das Obsidian. Tipptopp doll sicher. Ja, abgesichert. Und hier oben haben wir einen kleinen Aussichtsturm, wo wir alles tipptopp doll gut im Blick haben. Du hast einfach einen Wüstentempel gebaut. Das ist kein Wüstentempel. Doch, das sieht aus wie ein Wüstentempel. Katja. Okay, ich komme rüber auf deine Seite, Katja. Kann ich das klein sehen? Und Moment mal, kann ich mich umdrehen? Ja. Und wow, was hast du denn hier für eine Base gebaut? Deine ist so groß und meine ist winzig doll klein. Obsidian. Laser-Base, die schwebt. Wie cool ist das denn? Stimmt, die schwebt hier einfach. Drunterherum sind Laser, Lavagraben haben wir hier. Alles aus Obsidian mit Stacheldraht. Und sogar Kanonen stehen hier oben drauf. Okay, hier kann auf jeden Fall reingehen durch die richtig doll sichere Tür. Oh, ist die cool eingerichtet hier mit einer Küche insgesamt. Dann haben wir hier ein riesengroßes Wohnzimmer. Wie cool, meine Base ist einfach nur ein Block groß. Dann geht's hier nach oben auf den Aussichtsturm. Ah, wir haben sogar noch eine Zwischenterrasse. Ja. Oh, wo man hier hingehen kann. Kann man immer gut gucken. Oh. Das stimmt. Und hier geht es durch den Turm weiter nach oben zu den Kanonen. Deine XXL-Base gefällt mir auch wirklich super, super doll gut. Die throne ich dann immer. Katja, hallo. Hallo. Und meine ist so winzig klein. Was ist denn da los? Die ist nur ein einzelner Block groß. Man ist richtig so, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Die beiden Basen gefallen mir super, super doll gut. Und Leute, ihr könnt richtig doll gerne in die Kommentare schreiben, welche Base euch am allerbesten gefällt. Hier meine winzig, winzig doll kleine Mini-Base oder hier Katas riesengroße XXL-Base. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.